Schöne Melodie, ja? Das kann man laut sagen. Ja, und man kann sogar dazu singen, heute blau und morgen blau. Ja, und aber übermorgen. Das lassen wir, und übermorgen gar nicht, aber das lassen wir jetzt weg. Wir haben nämlich uns was ziemlich für uns Ulkiges ausgedacht. Wir wollen Sie heute mal mit einer Sorte von Literatur unterhalten, die man normalerweise überhaupt nicht zur Literatur zählt. Ja. Aber damit haben die Verfasser, also die Dichter, verhältnismäßig viel Geld verdient und die Buchhändler und die Notendrucker auch. Wenn Sie jetzt denken, wir singen Ihnen jetzt hier schöne Lieder vor, ist es eine große Panne für Sie. Am besten Sie drehen gleich den offenen Kanal Magdeburg jetzt an und lassen sich was Besseres bieten. Wir wollen Sie unterhalten mit Couplets. Ich habe extra noch mal im Lexikon nachgeguckt. Jedes Lexikon hat eine andere Beschreibung. Für mich hat keine einigermaßen gegolten. Es handelt sich um Lieder so zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg. Und zwar wurden die in Kleinkunstbühnen, in Kabaretts, aber auch in ganz großen Theatern gesungen. Es waren Lieder zur Zeit mit ziemlich satirischen, kann man sagen. Doch. Ja, manchmal auch ein bisschen frech, manchmal auch ein bisschen frech, ja. Ja, das sind, wir haben ihn nämlich hier schon mal vorgeführt. Kannst du dich noch besinnen? Ja. Und zwar Otto Reuter. Otto Reuter. Aus Gardelegen. Hat ja eigentlich nur so etwas geschrieben, damit viel Geld verdient und ist damit berühmt geworden. Und wird heute noch von vielen Leuten, man muss manchmal die Texte ein bisschen ändern, wird heute noch gesungen und gespielt. Und es gibt es auch noch auf Schallplatten, ja. Auf CDs, ich weiß nicht, was es noch da noch gibt. Aber auf jeden Fall kann man sich das anhören und amüsiert sich dann über die Gattin, die immer noch die Bluse sucht und nicht welche weiß, welche das nun werden soll. Aber diese Liedchen, wollen wir mal sagen, das sind ja keine richtigen Lieder, die haben mal eine große Bedeutung gehabt. Und jetzt kommt was ganz anderes, werden Sie sich wundern, ich habe eine Zeitung mitgebracht. Die Zeitung fällt bald auseinander, das ist vom 24. Juni 1883. Und da muss man sagen, also solche Zeitung hat, glaube ich, niemand mehr. Also die Berliner Bibliotheken, die ich benutzt habe oder angefragt habe, haben gesagt, wir haben die nicht, also seien Sie froh, dass Sie eine haben. Ich dachte, ich könnte mal mehr angucken. Es ist die Berliner Theater- und Konzertzeitung. Jetzt sagt man sich, wer liest das? Gar keiner. Die konnte man kaufen, und zwar, wenn man abends ins Theater ging oder ins Konzert. Dann gab es keine Programme wie heutzutage, sondern da standen dann vermutlich Kinder, Halbwüchsige, Rentner, die sich was verdienen wollten, die standen da und verkauften das, denn das war das Programm. Und zwar sämtliche Theater, sämtliche Konzerte, die an dem Tag stattfinden. Und dann auch noch jede Menge Reklame, wo man anschließend hinter der Vorstellung, erscheinen konnte. Ich sehe hier gerade, es sind sehr interessante Sachen. Poliklinik für schnelle und gründliche Heilung von Syphilis. Ach du liebe Zeit. Wenn das also nun das Theatererlebnis war, ist ein bisschen schlecht. Aber den anderen Kram lese ich Ihnen gar nicht vor, sondern ich klappe das mal auf, wie ich das damals auch gemacht habe, als mir ein Antiquar das geschenkt hat. Da stehen solche Theater, also zum Beispiel das Viktoria-Theater, das Friedrich-Wilhelm-Städtische Theater in Berlin, Zentraltheater. Im Zentraltheater ist erstmal Konzert und dann kommt eine Gesangsposse, die schöne Ungarin.
Und jetzt kommt aber etwas, was wir nicht kennen aus heutigen Theatern. Da steht drunter Couplets und Quodlibets von Mannstedt und Jost, die ich alle nicht kenne und auch nicht kennenlernen werde noch. Und zwar ist mir das damals aufgefallen, fallen Couplets extra da oben. Das finden sie nämlich nie. Und du hast das auch noch nicht gefunden, wenn du ins Theater gehst. Nein, noch nicht. Das steht nicht da. Obwohl die manchmal ein Couplet haben, wenn noch eins da ist. Was ist das? Das heißt, jeder dieser Schauspieler, stehen ja alle mit Namen drin, der war stolz, wenn er ein Couplet bekam. Denn an irgendeiner Stelle passte das, dass er ein Lied sang über das, was gerade passiert war. Das waren manchmal politische, manchmal Verse über die Mode und über irgendetwas, was gerade die Leute bewegte. Und das war ein Couplet. Ja. Und die wurden, hier ist der Beweis, sogar extra im Konzert angegeben, dass es so etwas gab. Und ich habe mal durch reinen Zufall solche Couplets, denn da gibt es eine ganze Bibliothek von über 100 Blätter, habe ich mal irgendwo geschenkt bekommen oder mitgenommen, was weiß ich. Jedenfalls alles Couplets. Und da war ich erstaunt damals, was es da für eine Menge gibt. Und da sind wir jetzt dabei und ich freue mich, Wolfgang Mitschke ist wie immer mein Spiritus Rector. Oho. Ah ja. Und jetzt wissen wir also, wir können Ihnen von diesen Liedchen nicht sagen, wer die gedichtet hat. Ich weiß auch nicht, wer sie komponiert hat. Wenn jemand mit der Kamera nahe kommt, ich habe noch nicht mal Noten. Aber wir können die trotzdem singen. In unserem einzigartigen Gesangsduo, mit dem wir wahrscheinlich sogar in die Berliner Theaterzeitung gekommen wären, wenn wir uns damals Mühe gegeben hätten. Genau. Aber wir hatten damals keine Lust. So, hier ist ein Couplet. Und sie haben alle eine einzige Rede oder einen einzigen Höhepunkt. Sie kommen immer auf einen Schlussvers und meistens nur auf einen. Zwei, drei Zeilen. Ja. Höchstens. Höchstens. Eine Zeile reicht den meisten. Und jetzt geht's los. Und brauchen wir gar nichts weiter anzusagen. Es geht los. Viele Dinge hier auf Erden schaffen Kummer und Beschwerden. Deshalb ist nicht sehr geschätzt, dass man drüber sich entsetzt. Schonen soll man seine Galle, ärgern sich in keinem Falle. Deshalb nie betrübt und grämlich, denn der Wahlspruch lautet nämlich: Was fragen wir danach? Da fragen wir nichts danach. Das ist uns völlig piep egal. Das ist uns alles wurscht. So, nun wissen Sie. Wohl in jedem Menschenleben hat es Dinge schon gegeben, die ihm Grund gebracht zum Kränken, deshalb gar nicht daran denken. Alles muss man nehmen heute, einfach von der leichten Seite. Darum ist unsere Devise ein für alle Male diese. Jetzt könntest du mit singen. Was fragen wir danach? Da fragen wir nichts danach. Das ist uns völlig lieb egal. Das ist uns alles wurscht. Ob man Speisen und Getränke täglich fälscht, wenn ich mir denke, um die Leute zu beschwipsen, jeden Wein gekonnt vergipsen, ob sie in horrenden Haufen trockenen Schnee für Salz verkaufen, ob ein Stückchen Seil so schmal wird verkauft als frischer Aal. Was fragen wir danach? Da fragen wir nichts danach.
das ist uns völlig piepegal, das ist uns alles wurscht. Sieht man unser Schlachtermeister, alle Tage wird er feister. Müsste man doch mal fragen, woher kommt sein Wohlbehagen? Doch finden wir das sehr natürlich und erklären es gern ausführlich. Er schmiert das Fett auf seine Schrippe, verkauft uns die Rippe. Was fragen wir danach? Da fragen wir nichts danach. Das ist uns völlig lieb egal, das ist uns alles wurscht. Das war ein Couplet von 1892. Es gab jetzt Sänger und vor allen Dingen Sängerinnen, die in besseren Bierkneipen einfach damit auftraten. Da zogen sie ein bisschen die Leute an, die was verzehren wollten, die was trinken wollten, die wahrscheinlich noch viel mehr. Und da saß irgendwo ein Klavierspieler an einem so vornehmen Instrument wie diesem und spielte dazu. Die Leute interessierten sich wahrscheinlich für dieses Gesinge nicht so sehr viel. Die Sängerinnen wurden immer gerügt von bewussten Menschen, dass die Röcke zu weit hochhoben, wenn sie da rumtanzten. Denn man konnte ja auch danach rumtanzen, wenn man es unbedingt wollte. Es ging ja nur um das Vergnügen. Und da haben wir auch was. Ja. Da steht hier in dem Zeitungsblatt, das eben man geschickt mir hat, dass heute mal wieder sehr viel los. Ja, darin ist Berlin ganz groß. Konzerte, Ball, das ist gewiss, Theater und was sonst noch ist. Das kann man da zu sehen kriegen. Ja, in Berlin gibt's viel Vergnügen. Ja, in Berlin gibt's viel Vergnügen. Da steht hier im Polizeibericht, dass einer Prügel hat gekriegt. In einem Bier- und Tanzlokal, wo er sich wollt vergnügen mal. Er wurde an die Luft gesetzt und muss infolgedessen jetzt 4 Monate lang im Bette liegen. Ja, in Berlin gibt's viel Vergnügen. Wo man hinschaut, wo man sieht, ist in Berlin man auch bemüht, zu mildern stets der armen Not, zu helfen, wo es fehlt an Brot. Jeder gibt mit freudigem Sinn, sei es selbst das allerletzte hin, damit es die Bedürftigen kriegen. Ja, in Berlin gibt's viel Vergnügen. Ja, in Berlin gibt's viel Vergnügen. Damit Berlin auch stets hat Rat, hat man Wohlweise Magistrat. Und das ist stets von Unruhe frei, da hat man auch die Polizei. Und das mit Steuerzahlen wir uns selbst nicht bemühen hier, kriegt manchmal jeder einen Kuckuck hier. Ja, in Berlin gibt's viel Vergnügen. In Berlin gibt's viel Vergnügen. Wir müssen dazu sagen, dieses Lied hat 15 Strophen. Dann wissen Sie, was in Berlin los ist. Denn alles bisschen, was Unruhe, Unfreude machte, wurde in einer Strophe möglichst noch vor der Aufführung gemacht. Und das konnte man abends singen. Und die Leute holten sich für 10 Pfennig diese Couplet-Sammlung zusammen und hatten damit immer ein Programm. Und vor allen Dingen, wenn die Sängerinnen und Sänger dann vielleicht mal es schafften, ein Gastspiel zu geben, was weiß ich, in Bernau oder in Potsdam, dann
kamen die mit dem Allerneuesten, was in Berlin gerade besprochen wurde und besungen. Mit diesem Couplet kamen die dann. Und jetzt muss man natürlich sagen, die Couplets sind nach dem, kann man sagen, Ersten Weltkrieg mehr oder weniger verloren gegangen. Man hat schon die Zensur eingesetzt. Es ist also nicht alles gekommen. Und da habe ich ja auch ein Beispiel. Ja, und das wollen wir dann auch mal noch hier zum Besten geben. Ja. Die hatten immer Schwierigkeiten. Jedes dieser Liedchen musste vorgelegt werden, wenn es auch in der schäbigsten Kneipe gesungen wurde. Im Theater sowieso. Es war ja Theaterzensur in Deutschland. Vergessen wir immer. Und da war es schon ganz amüsant, was da gestrichen wurde. Und da hat sich nun ein Couplet-Dichter ans Werk gemacht und das mal herausgesucht, was es alles gibt. Das ist natürlich übertrieben. Und Wolfgang Witschke singt uns was. Nee, nicht singen, aber na gut. Es naht alsbald der holde Lenz, der Winter ist gewichen. Geschlossen ist der Zirkus Renz, das andere wird gestrichen. So, da wissen Sie, also das Allerunwesentlichste, das können Sie singen. Bei anderen, ja, hast du noch eine Strophe, ja, natürlich. Da sind noch zwei. Ach. Ein junges Lämpchen, weiß wie Schnee, ist jüngst des Todes verblichen. Mutwillig sprang es in den Klee, das andere ist gestrichen. Wobei das ja nun für die Leute ein besonderer Spaß ist, denn ein junges Lämmchen war ja ein junges Mädchen. Weiß wie die Unschuld, springt in Klee, wo auch vielleicht noch ein paar Büsche stehen. Und ja, weiter kann er jetzt nicht singen, denn das andere war nicht dabei. Gestrichen. So mancher große Diplomat ist gar gewaltig entstichen, es dahin noch gebracht schon hat, das andere ist gestrichen. Das könnte auch noch heute gelten, denn da gibt es eine ganze Menge Diplomaten. Und das letzte Vers, hast du auch noch? Ja, den will ich noch bringen. Es tut mir leid, mein Witz ist lahm und mein Humor verblichen. Die Verse, die ich sonst bekam, sind ganz und gar gestrichen. Ein sehr schönes Liedchen und man sieht, es ist eine eigentümliche Literatur, aber sie hatte damals ihre Wirkung und sie hat die auch heute noch. Es wurden auch Melodien genommen, die man kannte, wo man mit singen konnte. Eine heute noch beliebte Arie ist von Friedrich von Flotho. Und zwar aus seiner Oper. Wie heißt sie? Ich weiß im Moment nicht. Ach, fällt mir nicht ein. Da geht's schon los. Aber ich habe ja die Noten hier. Vielleicht stehen sie da drauf. Da steht es auch nicht drauf, auch nicht. Also Sie sehen, Sie müssen auch, wie wir, mal wieder in die Oper gehen. Das ist die Oper mit den schönen Frauennamen Martha. Martha. Jetzt ist man muss da länger nur überlegen. Also, wer die Oper Martha kennt, weiß, das Hauptlied, die Arie, früher hat man gesagt, die Favorit-Arie. Ja, wie heißt das heute? Der Hit. Der Hit. Der Hit, also der Mega-Hit aus der Oper Martha. Heißt Letzte Rose. Rose. Und bei mir reimt sich's auf Hose. Gut. Und Sie hören jetzt das Couplet Letzte Hose. Und das ist so ähnlich gemacht wie die eigentliche Arie. Wohl, dein Amt ist aus. Ach, auch ich, die mich entzückte, schleppt ein anderer aus dem Haus. Selten hat ein Sohn
solchen Paares Anblick sich mein Herz erquickt. Feinste Jeanshosen, warmes, teerbeschmiert und nicht geflickt. Sie merken, wenn wir das Lied heute singen wollen, müssen wir ein kleines bisschen modernisieren. Denn was da für Stoffe aufgeführt sind, woraus die Hose ist, kennt heute kein Mensch. Mit Gesang und vollen Flaschen grüßt dich einst in dir die Welt. Zum Hausschlüssel in der Tasche klang noch froh das bare Geld. Aber längst kam das Verhängnis, Eurocente flogen fort und in stiller Bedrängnis auch ich nun, such ich auch nun des Leihhauses Ort. Leihhaus heißt heute, glaube ich, auch anders, ja? Aber sowas ich gibt's. Hatte das Problem noch nicht. Nein, ich habe noch eine Ersatzung, ja. Das hat noch Zeit. Und dann geht's weiter, dann will ich zu Bett mich legen und nicht aufstehen, wenn's auch klopft, bis ein schwerer, goldener Regen unverhofft durchs Dach mir tropft. Zieh denn hin, die ich beweine, grüß die Jacke, Hemd, ach je, weh, schon friert's mich an die Beine, letzte Hose, nun ade. Ja, ja, das kann passieren. Aber Sie sehen, das waren damals die Knüller. In Schauspielen und in Operetten und auch in Kleinkunstbühnen nannte man das damals. Denn so richtig Kabarett wie heutzutage gab es nicht. Es hätte manches hingepasst. Und manche Kabarettisten versuchen ja das auch wieder. Aber da ist eben eine Schwierigkeit, die Tagesaktualität. Tagesaktualität. Wunderbar. Also, tagesaktuell ist das Ganze nur ganz kurze Zeit. Und dann ist aus. Dann hat irgendwie das Fernsehen oder Radio das schon aufgegriffen. Und dann hat es keinen irgendwie Sinn, noch ein Lied dafür zu dichten. Das ist dann alles schon hin. Also, Sie wissen Bescheid. Aber jetzt kommt etwas, wo es eigentlich auch keinen Sinn hätte, das zu dichten. Aber Sie hören jetzt eine Couplet-Fassung von Johann Wolfgang von Goethes Faust, erster Teil. So etwas ging auch. Und wir sind da ganz groß drin, denn jetzt kommt Faust. Dazu muss ich noch mal sagen, wir kommen in einer anderen Sendung mal drauf zurück. Ich habe mich sehr amüsiert vor vielen Jahren in Magdeburg, als hier der Nationalpreisträger, wollen wir nicht alles verraten, spielte Kaspertheater. Und wie der sagte, heute Abend spielt er Faust. Die Plakate waren auch so. Und er sagte, er hat es schon erlebt, als er vorher aus seiner Kasperbühne geguckt hat, die Leute saßen, vor allen Dingen die Männer in schwarzen Anzügen da. Die Frauen hatten die überredet, wir gehen heute Abend in Faust. Und da haben die gesagt, das muss ja dann Faust sein. Und da können wir ja nun nicht so einfach in Campinghemd ankommen, sondern ziehen wir uns gut an. Und Karl Schröter, von dem ich spreche, der hat sich immer amüsiert, dass die dann nach ganz kurzer Zeit, der Anfang ist ja noch so ein bisschen nachdenklich und der Faust ist in seiner Studierstube und alles, wie die langsam plötzlich stutzig wurden, weil die Tür aufging und es kam auch noch der Kasper rein und hielt da Vorträge. Wir haben sowas Ähnliches. Das ist hier ein richtiges Couplet, ist aus der Couplet-Sammlung genommen, und zwar Faust.
tiefe Nacht ringsum. Und der Faust sitzt ganz stumm an dem Sekretär und ärgert sich sehr. Da kommt aus dem Sude hinterm Ofen ein Pudel, der sich als Geist Mephisto ausweist. Das also war des Pudels Kern. Holle Radio! So, zweite Strophe. Trinken wir Oktoberfestbier. Du siehst mit diesem Trank im Leib Helenen gleich in jedem Weib. Holla Dieu! Faust folgt dem Entschluss, steigt mit in den Omnibus. Von Leipzig, oh Greil, raus bringen sie einen Affen nach Haus. Auf dem Heimweg noch spät Faust den Migret. Und er schlängelt sich zu, doch sie spricht: Nanu, bin weder Jungfrau, weder schön, kann auch alleine nach Hause gehen. Holladio! Doch Faust geht zu ihr, Herbertstraße Nummer 4. Er folgt ihre Spur, ein Mann von Kultur. Doch nach einiger Zeit, da tut's ihm schon leid. Und sie schrieb: Heinrich, warum kommst du nicht? Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmermehr. Holladie! Faust kommt nicht zurück. Dann bei der Nacht ins Gefängnis gebracht. Doch nicht ganz allein, denn auch Faust kommt hinein. Da liegt sie auf Stroh und sagt ihm dann so: Mein Heinrich, mir graut vor dich. Holleradio! Moral bleibt doch allemal. Kommt wieder die Zeit von Liebesseligkeit, mach rechtzeitig Schluss, sonst reut der Genuss. Ein Festeburg ist der Strafvollzug. Adieu! So, da haben Sie also mal eine ganze Szene schon gehört, wie das damals gemacht wurde. Nun will ich nicht behaupten, dass die Leute dadurch was von Goethe gehört und gelernt haben, aber das Ganze ließ sich also amüsant verpackt mit in so einem Kleinkunstbühne verkaufen. Und das war ja, wie man weiß, in der Kunst immer die Hauptsache. Was haben wir denn jetzt für ein Kunststück? Oh, wir haben ein riesen Volkslied hier. Dann wollen wir mal mit einem Volkslied anfangen. Und ist das das? Dann wären wir alle gleich. Ja, das ist ein schönes Lied. Und dann merkt man auch plötzlich, ganz unproblematisch waren die Lieder wirklich nicht. Es gab immer dabei eine ganze Menge von Dingen, die durch die Zensur gingen. Und an manchen Stellen, muss man sagen, können wir sie heute nicht mehr verstehen, deswegen haben wir hier ein kleines bisschen, aber das ist ganz wenig, geändert, in der Hoffnung, dass Sie das alle auch verstehen. Denn darauf kommt es uns ja am meisten an. Wenn nur Liechtenstein nicht gar so klein wäre und das große Russland nicht so weit, wenn Amerika nicht so konfus wäre, und die übrige Welt auch nicht geschah. Wenn Sibirien gar nicht so kalt wäre und Italien.
wenn in Norwegen nicht so viel Fisch wäre und viel Käse im Schweizer Land. Wenn die Menschen nicht nur arme Leute wären, so betrogen, elend, bloß. Wenn ich oft der große Esel ein Herr wäre und manch müder Gaul ein hohes Ross. Ja, dann wären alle gleich in jedem schönen Reich. Dann wär keiner Herr und keiner Knecht. Da wär einer wie der andere froh. Und das wären alle so. Dann wär alles endlich allen recht. Wenn die eine nicht so furchtbar mager wär und die andere nicht so üppig fett. Wenn die eine nicht so sehr verlogen wär und die nächste nur noch halb so nett. Wenn die eine doch nicht derart mächtig wär und die nächste kommandiert wie ein oller Hahn. Wenn die eine nicht soll ewig Braut sein und die andere rennt nach jedem Mann. Wenn die eine vorn nur halb so rund wär, also hochgebildet nur im Kopf. Wenn die nächste nicht so magersüchtig wär, dann trägt auch noch einen falschen Zopf. Ja, dann wären alle gleich in jedem schönen Reich. Dann wär keine dumm und keine schlau. Es wär keine gut und auch keine schlecht. Und der Himmel immer himmelblau. Wenn's im Regen nicht so triefend feucht wäre und im Sonnenschein nicht gar so warm, wenn Englands Lisbeth nicht erschreckend reich wär und die Mafia nicht so bettelarm, wenn die Steuern nicht so sinnlos hoch wären und niemand weiß, wo bleibt das Geld, wenn der Mozart nicht so aus der Mode wäre, Wagners Richard auch nicht viel bestellt. Wenn der Dingsbums nicht so viel Pech hält und bald jeder arbeitslos, wenn Sachsen-Anhalt nicht derart in Schulden schwimmt und die Bürger in Kürze nackt und bloß. Ja, dann wären alle gleich in jedem schönen Reich. Hätt keiner viel und keiner wenig Geld. Wär keiner oben, keiner unten, alle gleich. Aber wer schafft das auf dem Geld? Ja, dann wollen wir mal uns zwischendurch mal noch eine andere Zeitung ansehen. Ich habe nämlich noch so ein Rarissimum. Und das werden Sie auch noch nie gesehen haben. Und wenn ich es nicht selbst in der Hand hätte, würde ich es nicht glauben. Es gab auch schon, und das hier ist 1918, auch bald 100 Jahre, gab es auch eine Raucherzeitung. Und das ist hier eine Berliner Ausgabe. Und da muss man sagen, es ist das offizielle Organ des Deutschen Raucherbundes für Berlin und Umgebung. Was es alles gab. Ja, was es alles gab. Ich weiß ja nicht, ob es heute noch Rauchervereine gibt. Die werden heute sicher alle heimlich irgendwo tagen. Ich vermute, mitten im Wald, wo man nicht rauchen darf. Eben. Ach so, du sagst das so schnell. Du hast da sicher eine Ahnung. Und da muss man aber sagen, das wurde so gemacht, wenn ich diese Zeitung lese. Hier vorne ist erstmal
Adolf Dambeck, muss man traurigerweise feststellen, ist gestorben. Auf der Rückseite ist auch von Witwe Anna Dambeck die Danksagung. Die Danksagung kann ich schon mal ein bisschen vorlesen, damit Sie wissen, was das hier für ein Niveau ist. Allen Lieben, Freunden und Bekannten, insbesondere dem Deutschen Raucherbund, dem Rauchclub Eintracht und Liebe. Ist das nicht ein schöner Name für einen Raucherclub? Oh ja. Und allen Clubabordnungen sage ich für die wohltuende Hinweise herzlicher Teilnahme und jedem Kranzspendende und für jede Kranzspende einen herzlichen Dank. Also ich habe schon überlegt, das ist natürlich schlecht, wenn wir mal abtreten müssen. Uns folgt keine Abordnung von einem Rauchclub. Nein. Nee, auch kein Literaturclub. Auch kein Literaturclub. Und es ist schön, wenn man diese Zeitung liest. Das meiste, was auf der Schlussseite steht, sind nicht nur Danksagungen, sondern auch schöne Sachen, wo man sagen kann, jawohl, ich müsste da auch hin. Und vor allen Dingen praktisch sind die Leute. Hier steht als erste Reklame Erd- und Feuerbestattungsinstitut Bruno Schütt, Mitglied des Rauchclubs Deutsche Ackerpfeife. Ja. Da kann man sich bloß drüber amüsieren. Und das, was er anbietet, ist große Auswahl von Särgen in jeder Preislage. Und darunter steht, Bundesmitglieder erhalten 10% Rabatt. Na bitte. Na, das kannst du gar nicht anders erwarten. Tja. Und dann steht hier auch noch, Grabdenkmäler in allen Gesteinsarten, in Auswahl eines der größten Geschäfte Berlins. Otto Rösler, Bildhauer, Mitglied des Rauchclubs Varinas. Da habe ich nachgeguckt, da weiß ich wirklich nicht, was das für ein Verein war. Aber es sind noch mehrere Angebote von guten Särgen. Und das sind immer Leute, die so einen Rauchclub fördern. Nicht durch die Särge, das muss man ja sagen. Hm. Aber dadurch, dass sie hingehen. Und dann steht hier eine Reklame auch noch. Empfehle den geehrten Bundesbrüdern mein Lokal bei Beerdigungen und Ausflügen. Ja, bitte. Schöner Garten, weiß nicht, für die Beerdigung. Große Vereinszimmer, gut gepflegte Biere, da haben die aber auch nicht mehr von, die beerdigt werden. Vorzüglicher Kaffee, alle Sorten Kuchen eigener Herstellung, Kaffee, Konditorei und Bierausschank. Rudolf Asmus, Mitglied des Rauchclubs Alter Zieten. Tja. Na, der hat vielleicht geraucht. Ja, das weiß ich nicht genau. Denn die haben das Ding bloß gebraucht für Reklame. Und wann sie wieder zusammen einpaffen gehen. Mhm. Und was haben sie noch? Ach, na, die Kassenberichte haben sie auch. Und da staunst du, wie viel da in der Bundeskasse stecken 1918. Soll ich dir das mal verraten? Ja. Die haben in der Bundeskasse 4.053 Mark und 25 Pfennig. Na bitte. Das ist doch mal was. Da lohnt sich doch, das da hinzugehen. Und das Vermögen von ganz Deutschlands Raucherclubs in Gold steht hier 30.752 Mark. Also vielleicht können wir unserer Regierung auch noch empfehlen, Rauch- und Sparclubs einzurichten. Null. Wer nicht raucht, der tut eben nichts für die ganze Sache. Ne? Der kriegt auch keine Zeitung, kein Gedanke dran. Ja, naja, dann sind wir ja an der Stelle, wo wir mal schon die erwähnt haben, die da noch spazieren gehen und diejenigen, die nicht sind. Aber wir wollen was anderes machen. Wir haben ja hier einen ganz vornehmen Apparat. Ist so gut wie eine Drehorgel. Bloß ist es kein
Kurbel dran. Aber dafür habe ich ja noch zwei Hände. Und wir singen jetzt das Drehorgel-Couplet. Ich bilde mir ein, ich mache mal eine ganze Menge selbst. Ja. Gut, und du bereitest dich aufs nächste vor. Das Liedchen, das wir heute euch singen, behandelt viele schöne Dinge. Auch wäre die Melodie sehr nett, wenn sie nicht einen Fehler hätte. Ich will es lieber vorher sagen, damit sich keiner kann beklagen, weil alt mein Leierkasten ist. Fehlt in dem Lied der letzte Piep. Sie können sich vorstellen, dass dann in der Kneipe oder im Theater zum Schluss, dass Sie denn alle begriffen haben, was das für ein Kehrreim ist, alle mitmachen konnten. Ich habe jüngst einen Freund getroffen, es war tiefe Nacht und er schon stockbesoffen in voller Seligkeit. Ihm war das Herz so leicht und weit. Denk nicht an die Schattenseiten, die kommen, um uns Schmerz bereiten. Wer heut viel kneipt, o heiliger Vater, hat morgen früh den schönsten Piep. Also Sie sehen, der größte Blödsinn ist tatsächlich damals geliefert worden. Ein Held ist in Berlin zu schauen und nebenbei ein Freund der Frauen. Für seinen König stets bereit zu ziehen in den Kampf und Streit. Soldat vom Scheitel bis zum Fuß gönnt er sich niemals Ruh noch Muß. Er zieht zu gern im Kriege sich. Und wär's auch nur mit mir und Piep. Herr Meier jüngst am Telefon und sprach mit seinem jüngsten Sohn, der gerade war bei der Frau Tante. Taube heißt die Anverwandte. Sie lässt dich grüßen, ruft der Sohn. Schnell antwortet Meier Senior schon, mich grüßen, die Tante Traube, geh nur weg mit der Alten. So, Sie konnten mitdichten, das war ohne weiteres möglich. Und wir wollen uns mehr oder weniger langsam verabschieden und singen ein Lied, das können Sie auch sich merken, da kommen wir auch noch hin. Das sagt man so, naja, da kommen wir auch noch hin. Aber hier ist es mal ein bisschen anders gemeint. Und ich fange mal an. Hübsch langsam und nicht übereilen. Bei allen nur hübsch ruhig blühen. Die Arbeit immer hübsch verteilen, was man nicht heut, man morgen tut. Ja, was du heut nicht tust, häuft sich die Arbeit auch, so sei nur deshalb immer ohne Sorgen und denke ruhig dir dabei, da kommen wir auch noch hin, noch hin, noch hin, da kommen wir auch noch hin, noch hin, noch hin. Ja, dann wollen wir mal jetzt hier Schluss machen. Wir hoffen, wir haben Ihnen mal ein Stückchen Literatur gezeigt, mit dem Sie sonst nichts zu tun haben. Aber Sie können sich ja merken, da kommen wir auch noch hin, noch hin, noch hin, da kommen wir auch noch hin, noch hin, noch hin. Auf Wiedersehen.